Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute geht es um die Future Stars, die morgen rauskommen und da müssen wir einiges besprechen. Des Weiteren geht es ums Thema Trading, Freunde. Ich habe eine Methode und ihr kennt diese Methode auch alle, aber mit der habe ich einfach in 3 Tagen ohne zu traden, wirklich ohne an der Konsole zu sein, ohne in der Web-App zu sein, einfach mal über 600.000 Münzen Gewinn gemacht. Also Freunde, hier seht ihr das ganze Transfererlös, Freunde und Monat. Monat ist eben Februar, der ging ja noch nicht lange und wir haben einfach 723.000 Transfererlös. Man muss dazu sagen, dass hier die Steuern nicht abgezogen sind, aber Freunde, das Ganze habe ich einfach nur durch überteuert verkaufen gemacht. Euch interessiert natürlich, welche Spieler verwende ich. Die Spieler stehen im Discord, im Mitgliederbereich, aber ich werde euch die jetzt trotzdem einmal zeigen. Das Ding ist, dass ich das die ganze Zeit laufend aktualisiere. Das heißt, wenn ihr die laufende, aktuelle Liste haben wollt, könnt ihr gerne in den Mitgliederbereich kommen, schreibt mir einfach eine Nachricht oder kommt mit Amazon Prime kostenlos rein. Ansonsten alle Infos in der Beschreibung, damit unterstützt ihr mich auch sehr. Ich muss euch den Link jetzt hier eben überblenden, weil sonst könnt ihr das Ganze einfach mal nachschauen und ich werde euch die Liste jetzt im aktuellen Zustand zeigen, mit der ich wirklich fast 700.000 Gewinn gemacht habe in 3 Tagen ohne wirklich zu traden, also wirklich krass. Hier ist meine UV-Liste, hier seht ihr mit 1 Stern bewertet, ist sozusagen, klappt sehr gut, mit 2 Sternen ist klappt sehr gut und im Mitgliederbereich ist dann auch noch ein Guide dazu, wie man das Ganze genau anwenden kann, für wie viel man die Karten reinstellt und so weiter, also so ein allgemeines UV-Guide, findet ihr einfach im Discord noch und hier haben wir eben Werner, Havertz, Martial. Ich werde das Ganze nur kurz zeigen, für alle, die es eben interessiert, es ist noch nicht ganz sortiert, aber auf der Seite seht ihr dann auch immer, für wie viel Coins oder beziehungsweise mit welcher Art UV ihr die Sachen reinstellen sollt. Normales UV bzw. Zahlendreher ist das häufigste. Dann haben wir oft eben First Inform zum Second Inform, beispielsweise Lozano, Depay, Saha. Saha geht extrem gut, Lozano geht extrem gut und so weiter und so fort. Und falls ihr eben allgemein nicht wisst, wie UV genau funktioniert, das ist wie gesagt alles im Discord auch. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Werbung machen, aber das ist halt im Discord drinnen und ich habe aber auch schon etliche Videos dazu auf YouTube gemacht. Die Liste ist auf jeden Fall aktuell. Ich werde sie aber in den Tagen immer, also ich date die jeden Tag ab. Also wenn ich einen neuen Spieler hinzufüge oder einen Spieler rausnehme, dann ist das aktuell in dieser Liste und die findet ihr eben im Discord, aber UV ist wirklich absolut geisteskrank aktuell. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Markt allgemein extrem gestiegen ist. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen und die Spieler sind teilweise wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe mir hier noch ein paar Wolves mitgenommen, Freunde. Seht ihr hier einfach nahe am Abschlusspreis. Da kann nicht viel schief gehen. Hier unabsichtlich für 11,57 mitgenommen, aber da kann nicht viel schief gehen. Dann sehr, sehr viele Non-Rares, Freunde. Das mache ich auch immer. Nahe am Abschlusspreis auch einfach investieren. Hier aus der türkischen Liga ein bisschen was mitgenommen, falls vielleicht die türkische Liga in den Top-Partien gebraucht wird, weil ja Fenerbahce gegen Galatasaray spielt, habe ich mir da dementsprechend viele Karten mitgenommen. Insgesamt sind es glaube ich über 160 Karten, die ich aktuell mir erboten habe. Einfach ein bisschen investieren, Freunde, damit wir ein bisschen mehr Coins machen. Und das ist gerade aktuell, was ich jetzt mit dem Trading eben gemacht habe. Dann schauen wir jetzt zum nächsten großen Thema und das ist eben Future Stars. Und da werde ich euch jetzt genau auch sagen, was für SBCs da kommen und so. Aber erstmal, Musiala ist in der Datenbank drinnen und der ist zuvor eben nicht drinnen gewesen. Wieso sollte EA den reingeben, wenn er keine Future Star Karte bekommt? Es gibt ja ein Team 1 und ein Team 2. Das Event geht meistens über 2 Wochen, also es müsste über 2 Wochen gehen. Und genau, Team 1, Team 2, also es kann auch sein, dass er erst im zweiten Team kommt. Musiala ist an der Stelle aber eigentlich schon safe. Genau dasselbe gilt für Xavi Simon oder wie man den auch immer aussprechen möchte. Der Kollege ist jetzt auch in der Datenbank, auch wenn der keine Future Star Karte bekommt. Wieso ist er dann hier drinnen? Also mich würde es extrem wundern, wenn diese Karten nicht kommen. Bei ihm hier auch, der könnte angeblich 5 Sterne Skills bekommen, sei dazu gesagt. Und dann noch natürlich eine interessante Sache bei EA, bei diesen ganzen Posts, die immer machen, da sind ja immer so, also oft so ein paar Sachen eben versteckt auf dem Bild. Und hier haben wir beispielsweise ein Geburtsdatum. Und ja, das wäre dann eben der Kollege hier, Kali Muendo. Wahnsinnswerte wären das natürlich. Vielleicht kriegt er sogar noch bessere Werte. Wobei Wahnsinnswerte, okay, sie sind in Ordnung, die Stats. Wahnsinnswerte sind es eigentlich nicht. Aber wenn er noch ein bisschen bessere kriegt, dann hätte er schon überall wirklich gute Sachen. Also Schuss, Tempo und Physis ist halt alles wichtig und das hätte er dann eigentlich alles. Also auch sehr, sehr interessant. Und das andere ist Kulusevski, der ist auch mit dabei gewesen hier. Das sind irgendwie die Koordinaten, glaube ich. Dann ist das der Geburtsort hier, und weil Kulusevski ist ja Schwede und das ist genau sein Geburtsort und das wäre dann zum Beispiel seine Karte. Also Kulusevski ist damit eigentlich auch schon zu 100% safe, weil er eben sozusagen mit diesen kleinen Hinweisen schon geleakt wurde von EA. Im letzten Jahr sah das erste Future Star Team so aus, also sehr, sehr spannende Karten, Joao Leaks, Tonali hatte Wahnsinnswerte, Rodrigo und so weiter, und das war dann eben das Team 2 mit Haaland, Martinez
und so weiter und so fort. Richtig, richtig kranke Karten und da wird es dieses Jahr natürlich auch absolut schallern. Was für SBCs gab es letztes Jahr? Es gab letztes Jahr sehr, sehr viele verschiedene Spieler-SBCs, beispielsweise Barella oder so, der dann eben rauskam, auch mit sehr, sehr guten Stats. Also diese Future-Star-Karten haben wirklich geile Stats, das muss man einfach gesagt haben. Und dann kam beispielsweise auch eine 80-Plus-SBC am Ende vom Event, wo man irgendwie UCL-Rare-Karten brauchte. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler von der Seite hier ist, weil ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber 80-Plus-Pick könnte wieder kommen, ist glaube ich sogar in der Datenbank, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann 82er bis 88er SBC könnte kommen, zum Craften ist das natürlich sehr, sehr angenehm und ansonsten hast du halt eben, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Spieler, also Spieler, 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 ganz viele Spieler-SBCs, wo Rated-Karten natürlich steigen können. Problem ist, Rated-Karten sind ja aktuell sauteuer wegen Rooney, mittlerweile schon ein bisschen gesunken, aber trotzdem noch sehr teuer, also muss man aufpassen, wann man da investiert, aber Rated-Karten-Investments sollten sicherlich auch wieder sinnvoll sein. Dann haben wir hier so Future Star Challenges, also da gibt es verschiedene dann, beispielsweise hier Nationalitäten 3, Clubs 9, bla bla bla, einfach random Anforderungen mit random Packs. Rare Mixed Spieler Pack haben wir hier, dann haben wir hier noch ein Rare Mixed Spieler Pack, dann haben wir hier ein Prime Electrum Spieler Pack und so weiter. Dann kam tatsächlich eine 83 Plus SBC, wo man ein 82er Rating brauchte, die war sogar 7 Tage da und die war wiederholbar. Dementsprechend, wenn diese SBC kommt, dann sollten 82er sehr hoch gehen. Versucht euch wirklich 82er wie DJ Ene, ihr wisst, wen ich meine, Freunde, Bellarabi, Ginter, Maguire und so weiter nahe am Abschlusspreis zu holen, also unter 900 oder so, dann könnt ihr nichts falsch machen. Wenn diese SBC kommt, Freunde, dann haben wir wieder eine SBC, wo man die ganze Zeit 82er braucht, dementsprechend, zack, gehen die natürlich nach oben und wenn die wirklich wiederholbar ist, wieder die SBC, könnten die 82er sehr, sehr steigen. Ja, und dann eben noch hier verschiedene Challenges, die täglich eben dann rauskommen. Dynamische Objekte, also einfach Wochenaufgaben gab es dann natürlich an der Stelle wieder auch. Hier beispielsweise ein Zaniolo gab es, wo du dann immer Step by Step den verbessern konntest, seht ihr dann hier. Und ja, das gab es eben mit den verschiedensten Spielern. Das ist das Event grundsätzlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die kranksten SBCs kommen oder was auch immer, aber es kommen sehr coole SBCs und man kann eventuell in 82er investieren, wenn die unter 900 circa zu haben sind. Dann noch zum Abschluss hier eine extrem crazy Sache. Ja, Mokay kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Er hat auf jeden Fall gepostet. So, keine Ahnung, ob es klappt. Ich will es aber probieren, will es versuchen und lasst uns mal die FIFA-Szene eben verwirren. Er wollte diesen Spieler bei der Beliebtheit bei Footbin pushen. Ja, und das hat er dann eben auch hinbekommen. Das ist so crazy. Hier seht ihr, dass die Leute dann eben alle kommentiert haben bei Footbin, dass der Spieler so krass ist und was auch immer. Und das Krasseste ist einfach, der Kollege ist auf 8600 Coins gestiegen. Mittlerweile habe ich jetzt mal geschaut, ist er schon wieder extrem gefallen, weil die Leute ihn jetzt ja wieder verkauft haben, weil er eigentlich nichts kosten sollte. Jetzt sogar wieder bei 6,50. Aber das ist natürlich krass. Also es ist eine ganz wilde Art von Price-Fixing, die er natürlich in dem Fall nicht absichtlich jetzt wirklich gemacht hat. Aber da finde ich das schon krass. Ich würde es gerne mal als Experiment auch machen, dass wir beispielsweise uns eben einen Spieler aussuchen, den pushen wir alle extrem, dann nehmen wir alle die Coins mit und dann vertschüssen wir uns. Ich meine, das ist natürlich nicht die feine Art, ja, aber das könnte schon klappen und es ist an sich, ja, für uns wäre es nur positiv, wenn dann irgendwelche Leute den so teuer kaufen, sind sie ja auch dann selber schuld. Wichtig ist nur, dass dann nicht jemand aus der eigenen Community den teuer kauft. Aber andererseits ist es halt reine, wie soll ich sagen, man bildet sich ein reines Monopol einfach, dadurch steigt der Spieler, weil alle aufgekauft werden, jo, und gut ist. Also das ist halt reines Price-Fixing. Weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, das ist ja nur ein Experiment von ihm gewesen, deswegen absolut kein Front an ihn. Ich finde das extrem interessant. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Price-Fixen haltet, wenn eine Community das macht, aus experimenteller Sicht, wenn man das so sagen kann, würde ich es sau interessant finden, aber es ist eigentlich moralisch gesehen schon ein bisschen, nicht so toll, muss man einfach so sagen. Okay, und damit war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben geben und gerne beim Stream vorbeischauen. Ich bin wahrscheinlich online, wenn dieses Video live geht. Also bis dann, Twitch, FIFA Allstars. Wir hören uns beim nächsten Mal, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.